Moin Leute, Ahrensburg Alex hier und heute habe ich mir gedacht, mache ich mal ein kurzes Live-Commentary, da Live-Commentaries ganz einfach sind, ganz okay sind. Ich finde sie meistens sogar unterhaltsamer als normale Commentaries. Ja, was zocken wir denn? Ich würde sagen, wir zocken Kill Confirmed, da Kill Confirmed einfach nur awesome ist. Und wir sind natürlich gleich in eine vorhandene Lobby reingekommen, was total awesome ist. Und awesome werde ich jetzt öfters verwenden, das awesome ist. Ja, großartig, wir kommen in ein vorhandenes Spiel rein. Ich hoffe, es ist noch nicht allzu weit. Wenn es zu weit... Oh, es ist sogar schon vorbei. Danke, Infinity Ward. Applaus für euch. Ja, du bist dumm im Kopf, ich weiß. Ich beleidige ihn nicht, ich sag nur die Wahrheit. Ich bleibe jetzt einfach mal drin, sonst wenn ich rausgehe und dann nochmal suchen, auf Suchen klicke, dann komme ich natürlich wieder in eine vorhandene Lobby. Ja. Was habe ich denn gleich für eine Klasse? Ich bin dabei, gerade meine AC auf Gold zu erspielen. Mein Face Alex. Paket nehme ich auf jeden Fall nicht. MP7, ist ein bisschen ausgelutscht, die Waffe. Die Typ 95, weiß ich auch nicht. MK14, ich habe keine Ahnung, ob ich die nehmen soll. Ich nehme mal. Ja, ich nehme mal die G36. Machen wir so eine GSG 9. Ich mache jetzt ein deutsches Paket. Gar keine Tarnung. Als Zweitwaffe nehmen wir die P99 mit... Nehmen wir sie einfach mal Akimbo. Lassen wir die Klasse einfach so. Was habe ich denn alles dabei? Assassin! So sagen die es immer. Ich will zocken! Ich möchte alle aufnehmen! Total wegbashen! Ja. Übrigens, das neue Map-Pack ist, glaube ich, draußen. Dieses zwei Maps sind für Xbox, glaube ich, draußen, ja. Ich glaube, Piazza und irgendeine andere Liberation. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Aber die sind natürlich nur auf der Xbox am Anfang draußen. Wie groß? Hä? Ich hab die doch mit Extended, bin ich ja Kimbo eingepackt? Egal. Ja, und dazu fällt mir noch was an. Und zwar, ich wollte mir ja Elite irgendwann demnächst wahrscheinlich zulegen. Oh. Oha, wo sind sie? Ich höre sie. Und wir nutzen die FMG. Weg hier, ich will weg hier. Ich will weg hier. Ich fühle mich hier hinten nicht sicher. Genau deshalb. Puh. Nächster mit flankieren. Wann habe ich jetzt Dead Silence? Nein! Ich glaube, das wird ein hartes Spiel. Das wird ein hartes Spiel. Ja, ist doch gut. Ich will jetzt schießen. Sind sie denn? Oha. Ich habe eben, glaube ich, über Elite geredet, oder? Und zwar, da wollte ich... Oh, nicht geblendet werden. In MW3 wird man ziemlich oft geblendet, ist mir aufgefallen. Das ist extrem. Oha, oha! Goaten, wir goaten hier. Okay, wir spawn-trappen eigentlich nur. Nein! Quickscope, KD hat mich gekillt. Okay, es war noch nicht mal direkt ein Quickscope. Das ist ein Hardscope für mich. Oh, 15 zu 2 schon. Das ist doch sehr gut. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich habe überlegt, ob ich mir Elite kaufen soll, wegen diesen Map-Packs. Und ich mag es eigentlich... Oh Gott!
Och, er ist doch ein... Er ist doch kein männliches Wesen, ey. Absolut keins. Was wollte ich sagen? ich mag es halt eigentlich. Die Videos, zum Beispiel jetzt, wenn ein neues Map-Pack draußen ist, wie wir es bei Black Ops gesehen haben mit den Zombie-Maps. Das mag ich eigentlich immer. So ahnungslos auf den Maps herumzurennen. Und außerdem bringt das ziemlich viele Views, das muss man jetzt mal gesagt haben. Und viele Views sind auch gut. Oh Gott, da war doch jemand. Wo ist der hin? Da ist er doch. Ja! Und da ist meine Frage an euch. Vielleicht weiß es jemand, ob, wenn ich jetzt das Elite kaufe, von meiner PS3 aus, ob ich dann auch meine, ob ich das Map-Pack, oh Gott, das Map-Pack auch auf den, auf der Xbox runterladen kann. Da, man kann ja seinen PS3 und seinen Xbox-Account bei Elite linken, verbinden, wie auch immer man es auch immer sagen möchte. Oh, diese FMG Akimbo-Homos! Die ist sogar einzeln schon overpowered. Was wollte ich sagen? Ja. Ob man halt. Ob ich das Map-Pack runterladen kann auf der Xbox. Sprich, was ja immer einen Monat vorher rauskommt. Ich hab schon wieder einen Assist. Oh, warum habe ich kein Hardline Pro da drin? Oh shit, oh shit, oh shit. Nix da. Drop Shots for the win. Och Gott. Wir liegen hinten und zwar sowas. Oh, ich hab so ein Hammer-Team. Ob ich denn. Ich komme immer wieder durcheinander. Ob ich denn halt das Map-Pack auf der Xbox runterladen kann mit einem Premium-Account, den ich über PS3 gekauft habe. Und ja, im Grunde genommen dann die Map-Packs dann bekommen, wenn sie auch rauskommen und nicht erst einen Monat später. Falls das jemand weiß, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Ich würde das sehr gerne wissen. Oh, da ist noch jemand. Mein Team reißt gar nichts. Der zweite aus meinem Team hat die Hälfte meiner Kills. Das ist doch absolut Pro. Wenn ihr, ja, allein wenn ich schon, ich frage während eines Live-Commentaries nicht, oh, da ist auch jemand. Ich wollte gerade sagen, wenn, oh Gott, oh nein, er hat einen Taktikeinstieg natürlich gelegt, ey, ist wahrscheinlich aus seinem Arsch gerade rausgefallen, weil er sich da also gerne Sachen reinstopft, genau. Sammel den Kack ein, ja. Oh Gott. Und dazu möchte ich mir übrigens noch für meine Xbox einen Adapter kaufen. Habe ich letztens gesehen, dass man da seinen PS3-Controller anschließen kann. Und man kann auch dann bei Call of Duty mit R1 schießen. So wie es auf der PS3 Standard ist. Die hocken da hinten. Die hocken nur rum. Oder manche von ihnen hocken rum und manche rennen rum. Und weg hier, weg hier. Oh, ich sag doch schon weg hier. Ja, ich wollte mal halt so einen Adapter kaufen, dass ich dann auf der Xbox mit dem PS3-Controller zocken kann. Oh, Leute. Mein Team wird total in den Arsch gesext. Sagen wir es mal so. Wo ist der Reaper? Da. Geht doch. Ach. Oh, jetzt habe ich die Klasse nicht mehr gewechselt. Hau mir das Cap-Package weg. Wo ist das denn hin? Oh, shit. Zu spät. Oh, ey. Ich krieg nur noch schlechte Teams in letzter Zeit. Oh, nein. Hm.
Wo ist der andere Tag hin? Das regt mich so tierisch auf an diesem Modus. Das finde ich ein Kill. Weil er so schlecht ist, wird er dafür belohnt und ich dafür bestraft, weil er schlecht ist. Weil er schon wieder abkackt. Och! Ach, diese Striker ist auch scheiße. Die kann man sowas von heftig sprayen. Oh Gott! In jeder Ecke hocken sie. Wir sind sowas von am Verlieren. Mein Team kann nichts. Es kann nichts. Oh, Leute, ist das eigentlich euer Ernst? Ach Gott. Er kriegt nur noch den Game Winning Kill. Danke. Super Team. Applaus dafür. Und so weiter. Ja. Jetzt zeige ich gleich noch eine Statistiken und dann war's das für heute mit einem kleinen Live-Commentary mit einem Super Team, was absolut fähig ist zu spielen. Gehen wir zurück und gucken wir hier rein. Ich habe eine KD von 0.346. 4000 Kills, fast 12.000 Tode. Absolut Pro-mäßig. Nein, ich wurde zurückgesetzt und dann habe ich halt 0 Kills gehabt und 10.000 Tode wegen minus 30 Tokens. Da ich diesen Token-Glitch gemacht habe, nachdem er anderthalb Monate nicht gepatcht war, habe ich mir gedacht, leck mich doch am Arsch, ihr patcht das eh nicht mehr. Und dann haben sie es gepatcht und dann haben sie die Leute mit wenig Tokens bestraft und die Leute mit minus, ich glaube, 1700 ist das höchste, was ich von einem aus meinem Bekanntenkreis gehört habe, dass er 1700 Tokens hatte. Minus 1700 Tokens, ja. Und er wurde natürlich nicht gebannt. Ja. Es ist unglaublich gewesen. Ich habe mich so aufgeregt irgendwie. Ich bin so ziemlich der Einzige, der gebannt wurde. Ja. Minus 30 sind halt nicht so, sind halt viel, viel schlimmer als minus 1700. Und ja. Ihr könnt nochmal schön reingucken, was ich hier so alles habe. Ich habe erst 133 Wins. Okay, auch erst noch nicht mal 100 Niederlagen. Aber auch nicht allzu viele. Und sogar eine 19er Siegesserie. Es war alles im Frei für alle. Ja, das war's dann jetzt erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich glaube, ja, was auch nochmal eine Frage war, was meine Lieblingswaffe ist. Und ich bin so ungefähr auf dem gleichen Level zwischen der ACR und der MP7. Das, ja, kam irgendwann mal so als Frage rein, was meine Lieblingswaffe ist. Ja, hier ist die Antwort: ACR und MP7, so ungefähr gleich, je nachdem auf Größe der Map. Ja. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingswaffe ist. Es interessiert mich sehr übrigens. Also ich möchte mal gerne wissen, was ihr so mögt an Waffen, falls ich das nicht schon mal gefragt habe. Aber hinterlasst auch einfach nochmal einen Kommentar, was eure Lieblingswaffe ist. Ja, das war's jetzt endgültig. Ich ziehe das nur in die Länge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.